Oh je, jetzt dämmert's mir. Das Virus ist ja wirklich hier. Das Theater steht ja wirklich leer. Und nun? Oh Gott, ich muss etwas gegen das Vergessen tun. Du wolltest deine Männer suchen. Ach ja, richtig. Oh mein Gott, ich höre sie schon fluchen. Wenn sie meine Reime hören, ich hoffe, es wird sie nicht verstören. Egal, in Bild und Ton vereint. Sie wissen schon, wie es gemeint. Na dann, mal los! Schau mal, da ist der Marian. Was? Der Marian Buglam? Ja! Ja, der Marian. Als Liebhaber Aigisthos kommt er nicht nur bei mir mörderisch gut an. In die Leiden des jungen W. war er in Bautzen mein allererster Mann. Als Adam und Eva verließen wir das Paradies. In Zeiten von Corona wäre das natürlich fies. Mama, jetzt komm endlich! Ja! Hast du schon den Ralf Hänsel gesehen? 10 Jahre wartete ich auf Rallis Agamemnon in der Orestie. In der Extrawurst ist mein Mann ein Sprachgenie. Im Fall der Götter ist er ein sehr korrekter Ehemann, wie man ihn sich menschlich als Frau nur wünschen kann. Sehen Sie das nicht? Vom Fegefeuer? Ja, der Erik Dolata ist das. Und der Juri Schiemann. Ja, der Erik, der schien mir in einem Stück nicht ganz geheuer. Drum war er mein ungeliebter Mann in Fegefeuer. Dies Stück traf Herz und Seele sehr genau. Doch mein Geliebter ist er in »Sei lieb zu meiner Frau«. Ja, der Juri war in Fegefeuer mein geliebter Hans, in Birkenbiegen mein Neffe und ansonsten ganz verliebt in andere Frauen, das kann ich gut verstehen. In Herz eines Boxers ist er neben Jan Mikan zu sehen. Schau mal, ich sehe den Alexander Höchst. Der Alexander ist im Nathan der Weise gleich mein Bruder. In Extrawurst läuft Heribert dann alles aus dem Ruder. Nachdem wir wie Schachfiguren über die Bühne gehen, ist Alex bald in Gott als Vorsitzender des Ethikrates zu sehen. Das ist der Mirko Brankas aus dem Weißen Rössel. Ja, und der István Kopjela. Mirko war im alltäglichen Wahnsinn und in Birkenbiegen mein Mann. Jetzt spielen wir einen Fall der Götter zusammen. Für die Wirtin singt er mit Schmelz in der Stimme. Im Weißen Rössel schwinden den Damen die Sinne. Der István liebt im Weißen Rössel die Ottilie. In der Olsenbande gehörte er zu meiner Familie. Ob Benny, Dr. Siedler oder einer, der nicht sehen kann. Vielleicht wird er in Zukunft ja noch Schwager oder Mann. Irgendwo hier muss der Jan Mikan sein. In der Nervensäge war er als Nervensäge mein Mann. Und in Frau Müller muss weg war mein Geliebter der Jan. Er hat das Herz eines Boxers am rechten Flecke. Im Weißen Rössel ist er der Berliner namens Kiesecke. Mama! Ist das nicht der Kurator und der David Hasselhoff? Ich brauche Autogramm. Nein, ruhig! Das ist doch der Thomas Ziesch und der Christoph Schlemmer. Seine Frau war ich, erinnere mich sehr, im Spukschloss im Spessart. Das ist echt lange her. Thomas ist ein Mann für Herzensangelegenheiten. In der Bautzenballade allerdings werden wir uns wohl immer streiten. Der Christoph kam besonders gut bei Frauen an, als er als David Hasselhoff vom Himmel kam. Für Ehepater ist ja echt noch Zeit. So lange spielen wir in der Extrawurst, bis es soweit. Wen suchst du denn jetzt? Den Thorsten Schlosser. Ist das gefährlich? Psst, ich habe einen Plan. Oh je, den Thorsten traf es in Gebiss des Grauens. Er wurde als Kjeld der Mann meines Vertrauens. Er muss gehorchen und macht keine Mätzchen. Anna-Maria sagt, du bist der Hausmannschätzchen. Was machst du denn da? Ich mach mich locker, ist ja klar. Ja du, die Lockerungen werden kommen, vielleicht schnell. Dann stehen wir wahrhaftig auf der Bühne, nicht mehr virtuell. Egal ob Abstand, Maske, Handhygiene oder wie auch immer wir auf der Bühne stehen. Es wird schön sein, wenn wir euch Zuschauer endlich wieder sehen. Muah.